Nachdem Tadschikistan 70 Jahre lang ein abgelegener Außenposten der Sowjetunion gewesen war, ist das Land nun durch das riesige Netzwerk des Drogenhandels mit Moskau verbunden, von wo aus es sich nach Europa und den Rest der Welt ausdehnt. Das Geld des Drogenhandels prägt hier das Leben. Vom korrupten Polizisten bis zum Kleinstadtbürokraten, von afghanischen Schmugglern bis zu betrügerischen Regierungsbeamten. Dennoch versucht die Drogenaufsichtsbehörde weiterhin, den Verkehr von Opium und Heroin zu unterbinden. Die Hauptaufgabe der Spezialeinheit ist es, materielle und technische Unterstützung zu leisten, wenn Festnahmen von Drogenhändlern stattfinden. Es ist ein internationales Problem. Aber die Anzahl der Leute, die hier auf nationaler Ebene in der Behörde arbeiten, reicht meiner Meinung nach nicht aus. Tadschikistans Drogenaufsichtsbehörde hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 Heroin im Wert von 275 Millionen Dollar beschlagnahmt. Aber das ist nur ein Bruchteil der Drogenmengen, die über Moskau in den Rest der Welt fließen. Die Mitarbeiter der Drogenaufsichtsbehörde sind eingetroffen, um beschlagnahmte Drogen rituell zu vernichten. Bei einer Menge von mehreren hundert Kilo an Rauschmitteln besteht keine Gefahr, dass das Feuer heute erlischt. Millionen Dollar lösen sich in Rauch auf. Dieses Spektakel zieht viele Zuschauer an, darunter die lokalen Vertreter der amerikanischen Drogenbehörde, die den Stoff begutachten, aus dem die Amerikaner eine solide Rendite erwirtschaften. Zu diesem Drahtseilakt der Drogenbekämpfung in Tadschikistan gehört es zwar, Erfolge zu erzielen, aber nur, solange diese die Interessen der Mächtigen nicht gefährden. Es wurde viel berichtet über das Ausmaß an Korruption innerhalb der Regierung. Was kann man dagegen tun? Ich bin nicht in der Regierung. Ich kann schlecht beurteilen, wie hoch der Grad der Korruption ist. Laut der Statistiken der Vereinten Nationen werden 40% von Tadschikistans Wirtschaft durch Drogen finanziert. Ich würde nicht sagen, dass 40% der tadschikischen Wirtschaft aus dem Drogengeschäft erwachsen. Ich habe nirgends derartige Statistiken gesehen. Das kann nicht stimmen. Was die Korruption innerhalb der Behörde angeht, kann ich sagen, dass in den 10 Jahren, in denen ich hier arbeite, 7 ehemalige Angestellte wegen Korruption verurteilt und bestraft worden sind. Das sind ziemlich viele. Ich denke, die Armut hat sie dazu getrieben, diese Verbrechen zu begehen.
Im Grenzgebiet von Afghanistan stellt Christer Brannerud nun einige Grundannahmen bezüglich des Krieges gegen den Drogenhandel in Frage. Die Opiumproduktion ist ein gewaltiges Problem. Aber ich bin nicht derjenige, der dieses Problem lösen kann. Die ganzen Meetings in Europa, zu denen ich gehe, machen mich wütend. Sie sitzen da und schieben immer den anderen die Schuld zu und streiten sich. Aber was passiert hier? In Europa leben sie in einem sicheren Umfeld und verdienen gut. Es gibt dort eine Infrastruktur und Schulen. Sie haben alles. Sie geben den Leuten von hier die Schuld. Aber diese Menschen verdienen nichts. Das einzige Einkommen für Hunderttausende von Menschen aus dieser Region stammt aus dem Drogenhandel. Solange wir die Suchtprobleme bei uns nicht in den Griff kriegen, sollten wir vorsichtiger mit unserer Kritik sein. Solange die Nachfrage nach Heroin so groß ist, nicht nur im Westen, sondern auch in China, Südostasien, im Pazifikraum und Japan, solange wir selbst damit nicht umgehen können, sollten wir uns in unserer Kritik etwas zügeln. I'm Dr. Joe. Hi, how are you? Good. How are you? Okay. So now you've come up here to detox to essentially try to reverse. I'm quite tired of it. Bored. Mm-hmm. Mm-hmm. I thought the easy part would be, or the hard part would be the first couple of weeks, and then if you do that, you got it beat. Well. That's probably not how it appears to work. What are the things that you would like to do that would be different to the first two times? Oh, that's such a difficult. Gabor Maté ist enttäuscht, dass die Klinik Insight mit ihrem Programm der Überlebenshilfe so wenig Unterstützung erhält. Die Regierung von Kanada hat zweimal versucht, die Klinik per Gesetz zu schließen. Warum das so kontrovers sein soll, ist schwer zu begreifen. Die Leute denken immer, wir verhätscheln sie und unterstützen ihre Sucht. Aber das stimmt nicht. Die Sucht ist auf jeden Fall da. Wir versuchen nur, das Leid zu mindern. Wenn ein Raucher mit einer Bronchitis zu mir käme und ich ihm ein Antibiotikum oder einen Inhalator verschreiben würde, würde ich auch nicht seine Sucht behandeln. Dann könnte man auch unterstellen, man würde seine Sucht unterstützen. Aber als Arzt würde ich seine Bronchitis behandeln. Ich würde ihm einen Inhalator geben, um die Entzündung zu lindern, oder Antibiotika, um die Infektion einzudämmen. Danach kann der Patient weiter rauchen, wenn er das möchte. Leidminderung ist in der Medizin kein Neuland. Sie wird ständig angewandt. Aber aus irgendeinem Grund sehen die Leute gleich rot, wenn sie nur das Wort Sucht hören. When it comes to addiction, some people see a red flag when they even think of the word. I have to go through this and go through withdrawal. I don't know why I'm so emotional. Just everything in here makes sense to me. It makes me sad. Now look, the emotions that come up for you are painful, but let me tell you something. These are the emotions that you've tried not to feel all your life. Okay? In other words, the drugs that you've been using have been all about just trying not to feel terrible. I'm suggesting that that's because in your early experience, nothing good ever lasted. Diese Menschen leiden unter ihrer Sucht. Sie leiden aber auch an psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen, Sozialphobien oder ADHS. Vor allem die Heroinkonsumenten haben alle ein tiefes Trauma. Und genau die schickt man ins Gefängnis. Ich glaube nicht, dass ich viele Menschen von ihrer Sucht heilen kann. Und zwar deswegen, weil es keine Unterstützung gibt. Es müsste mehr Plätze in Entzugskliniken geben, die Toleranz müsste steigen und wir bräuchten Hilfe, um die Patienten erfolgreich reintegrieren zu können.
Aber das geschieht nicht über Nacht. Nur wenige Menschen haben über Nacht eine Erleuchtung. In den meisten Fällen ist es harte Arbeit. Und die Menschen brauchen viel Mitgefühl und Unterstützung. Wenn wir also nicht so viele Erfolge in Downtown Eastside erzielen, liegt es daran, dass uns das System nicht unterstützt. Ramesh Bhattacharjis Suche nach einem neuen Weg bei der Drogen- und Suchtbekämpfung führte ihn nach Portugal. Denn in Sachen Überlebenshilfe ist Portugal weltweit führend. Ich habe gehört, dass Portugal in den 90er Jahren ein großes Problem mit Drogensucht und HIV-Erkrankungen hatte. Größer als im restlichen Europa. Sie beschlossen, sich dem Problem zu stellen und betrachteten es von nun an nicht mehr als Verbrechen, sondern als Krankheit und als Behinderung. Überall auf der Welt hat man darüber nachgedacht, aber keine Regierung hatte je den Mut, eine so weitreichende Reform in Kraft zu setzen. Vor 10 Jahren nahm die Regierung den Rat der Spezialisten an, Drogen nicht pauschal zu kriminalisieren. Obwohl sich die USA dagegen aussprachen, schaffte zum ersten Mal in der Geschichte eine Regierung Gefängnisaufenthalte als Strafe für Drogenmissbrauch ab. Die Gelder, die vorher der Polizei zukamen, flossen in ein Sozialprojekt, mit dessen Hilfe Suchtkranke wieder ins Gesundheitssystem integriert werden sollten. Viele der Mitarbeiter waren früher selbst drogenabhängig. Ich habe mit 32 aufgehört, Drogen zu nehmen. Mit 32? Ja. Das heißt, du hast 19 Jahre lang Drogen genommen? Rui Reis wuchs in den USA auf, wurde aber wegen Beschaffungskriminalität im Jahr 2000 nach Portugal abgeschoben. Ich wuchs in der Stadt Boston, Massachusetts auf. Wenn man dort mit einer Spritze entdeckt wurde, bekam man automatisch ein Jahr. Dort gab es keine Programme zum Wechseln der Nadeln. In Amerika wird man ins Gefängnis gesteckt, nur wenn man eine Pfeife oder irgendwas dabei hat, mit dem man Drogen oder Alkohol konsumieren kann. In Portugal wird niemand eingesperrt, wenn er mit einer Pfeife, einer Spritze oder einer kleinen Menge Drogen erwischt wird. Und in Portugal hast du deine Sucht überwunden? Ja, genau. In Portugal beschäftigt man sich mit den Problemen. Die Akzeptanz ist größer. In den USA passiert alles im Verborgenen. Hier in Portugal ist alles viel sichtbarer. Man sieht hin und man handelt. Die Leute erkennen dein Problem und wollen helfen. Sie wollen dir den richtigen Weg zeigen. Man muss tief ins Innere der Person blicken, herausfinden, warum sie so geworden ist. Das ist viel Arbeit. In diesem verlassenen Kaufhaus übernachtet vielleicht die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen. Manche kommen hierher, um sich Drogen zu spritzen. Aber eigentlich müssten sie hier gar nicht übernachten. Daran sieht man, was für eine Lebenseinstellung sie haben. Denn sie geben sich völlig auf und denken, sie sind frei. Wenn sie hier sind, fühlen sie sich frei. Manchmal erkennen sie nicht mal, dass sie ein Problem haben. Dürfen Sie sie nicht verhaften? Doch, wenn etwas nicht stimmt, können Sie sie verhaften. Aber Sie können sie nicht dazu bringen, ihr Leben zu ändern. Ja, und da können Sie ansetzen. Ja, es gibt Menschen, die sich nicht ändern wollen und andere, die es wollen. Heute holen wir einen von Ihnen, Sudafi, ab. Er möchte in eines unserer Hilfszentren gebracht werden. Wirklich? Das ist ein großer Erfolg. Ja, er hat den ganzen Prozess durchlaufen. Er ist schon dort drüben, beim Bus. Nach dem Mittagessen nehmen wir ihn mit zu uns und dann nimmt er am Hilfsprogramm teil. Wer beim Drogenkonsum ertappt wird, muss sich einer Anhörung stellen, bei der zunächst die Schwere des Problems geklärt und anschließend ein Behandlungsplan aufgestellt wird.
Boa tarde, Luís. Meu nome é Portugal. Eu sou vogal aqui da Comissão para a Disolução da Toxicodependência. É a minha colega Nádia Simões, é vogal aqui também. O Luís já esteve a falar com o nosso técnico, já sabe porque é que está aqui hoje, certo? Certo. Está certo. Sim. Wenn man mit Drogen auf der Straße von der Polizei aufgegriffen wird und man nur geringe Mengen für den eigenen Bedarf bis zu 10 Tagen bei sich hat, verfasst die Polizei einen Bericht, den sie dann zu unserer Kommission schickt. Der Vorfall wird dann nur als eine Art sozialer Verstoß behandelt. Es gibt Strafen und Sanktionen, die diesen Menschen auferlegt werden können, aber darunter sind keine Gefängnisstrafen. Luís, isto é então a ata da audição, é o resumo desta conversa que nós tivemos aqui agora. É para ler, tem de um lado e do outro. Se estiver tudo bem, depois assina-me aqui em baixo onde diz o indiciado. Se vir alguma coisa que esteja mal, diga que a gente também corrige. Wir haben ihm keine Auflagen erteilt, weil es das erste Mal war. Und laut Gesetz müssen wir das tun. Es gilt sozusagen als erste Warnung. In the practical aspect, it works as a warning. Für geschätzte 38.000 Suchtkranke gibt es in Portugal 74 von der Regierung betriebene Behandlungszentren. Alle sind kostenlos und werden von den Patienten sehr gelobt. Es ist ein umstrittenes Programm, aber nach 10 Jahren kann Portugal beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Jetzt haben wir Daten, die wir mit Ihnen teilen können. Und ich kann sagen, dass die Probleme in unserer Gesellschaft seitdem eine sehr positive Entwicklung genommen haben. Nach nur 4 Jahren der Entkriminalisierung stieg die Anzahl der Suchtkranken, die sich in Behandlung begaben, um mehr als 100%, während die Anzahl der Todesfälle aufgrund des Missbrauchs von Opiaten um die Hälfte zurückging. Der Drogenmissbrauch bei Jugendlichen nahm allgemein ab. Als damals der Beschluss gefasst wurde, befürchtete man, Portugal würde zu einem Paradies für Drogenabhängige aus der ganzen Welt werden. Viele dachten, dass es zu einer Art Drogentourismus kommen und der Drogenkonsum ansteigen würde. Aber jetzt, 10 Jahre danach, können wir belegen, dass das nicht stimmt. Was halten Sie von der Praxis Nordamerikas, vor allem den USA, jeden ins Gefängnis zu stecken? Wenn jemand straffällig geworden ist, ist die Heilung, die Chance auf ein normales Leben und die Arbeitssuche viel schwieriger. Wir sind der Meinung, dass Drogenpatienten keine Patienten zweiter Klasse sind. Sie verdienen die beste Behandlung, die wir bieten können. Es beeindruckt mich, wie reibungslos dieses System funktioniert. Ich hätte gedacht, dass es viel mehr Komplikationen gibt. Nach dem, was ich bisher gesehen und von den Leuten gehört habe, die dieses Programm leiten, bin ich sehr optimistisch. Ich kann verstehen, warum viele Vertreter anderer Länder anfangs skeptisch waren. Sie sind sogar jetzt noch höhnisch und voller Zweifel, aber die Zahlen sprechen für sich. Es ist an der Zeit, dass wir von diesen Erfahrungen hier lernen. Wir können es nicht weiter ignorieren, besonders dann nicht, wenn die jahrzehntelange Praxis des Strafvollzugs fehlgeschlagen ist. Im Gegensatz zu Portugal halten die USA weiterhin am rigiden Strafvollzug bei Drogenabhängigen fest. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Amerikaner auf den Krieg gegen die Drogen eingeschworen haben. Sie haben sich selbst in eine Sackgasse manövriert, von der aus sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Aber ihre Gesetzgebung mit den immer gleichen Phrasen sieht nicht vor, diesen Kampf aufzugeben. Sie sollten endlich damit aufhören. Warum stecken Sie diese Menschen ins Gefängnis? Gewinnen Sie dann? Wie lange machen Sie das schon? Seit 40 Jahren. Und hat sich irgendetwas geändert? Seit 1971 sind die Ausgaben für die Drogenbekämpfung drastisch gestiegen.
Das Jahresbudget der DEA liegt heute bereits bei 2,6 Milliarden Dollar. 2009 wurden in Amerika fast 2 Millionen Menschen wegen Drogendelikten verhaftet. Einer alle 18 Sekunden. Die Drogenpolitik hat auf ganzer Linie versagt. Drogen werden immer noch konsumiert und die Politiker verschlimmern die Situation der Menschen sogar noch. Sie fördern Korruption, verschwenden Ressourcen, stopfen Gefängnisse voll und schränken die Bürgerrechte und die Freiheit der Menschen ein, die nichts mit Drogen zu tun haben. Wir wissen nur, dass das, was wir tun, das Problem nicht löst, sondern nur Schaden anrichtet. Es muss also andere Optionen geben, die nützlicher sind als die Methoden, die momentan angewandt werden. Es gibt Machthaber mit politischen und wirtschaftlichen Interessen auf der ganzen Welt, die dafür sorgen, dass die Situation genauso beibehalten wird. Das hat nichts damit zu tun, Suchtprobleme lösen zu wollen. Wenn ich im großen Stil mit Drogen handeln wollte und ich ein System bräuchte, das mir langfristigen Profit verspricht, würde ich genau das System schaffen, das wir jetzt haben. Ich habe es nur 2 oder 3 Tage ausgehalten. Waren es wirklich 3 Tage? Nur einer? Es war also nur ein Tag. Nach einem Tag musste ich raus und hielt es nicht mehr aus. Mir ging sehr viel im Kopf herum. Ja, ich habe meine Chance vertan. Aber clean zu werden hat für mich oberste Priorität. Ich fühle es. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche oder nächsten Monat sein wird, aber ich weiß, dass es nicht erst in 1, 2 oder 3 Jahren sein wird. Es wird in nächster Zeit passieren. Ich fühle, dass es an der Zeit ist. Ich werde nicht jünger, so viel ist sicher. Gleich haben wir wieder eine Gedenkfeier für 3 Menschen von hier. Das kommt häufig vor. Es gibt kein Muster und keinen Zeitplan für den Tod. Es passiert einfach. Und manchmal sterben mehrere auf einmal. Das ist das Risiko der Leute, die hier leben. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Es geht um Leben und Tod.